Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Ich bin Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und Pedro und Rosa, das sind diese beiden kleinen Figuren, die mir in meinen Anfängerbüchern helfen, Dinge zu erklären. Ja, es gibt so eine Frage, die taucht in meinen Kursen praktisch immer auf und das ist die Frage, Frau Steiner-Böhm, was soll ich denn malen? Mir fällt nichts ein. Und da ist meine Antwort immer, überleg dir, was du liebst, was dir am besten gefällt, wo du am liebsten bist und such dir dann ein Motiv, das damit zu tun hat. Und ich habe mir gedacht, damit ihr vielleicht seht, wie ich das mache, wie ich meine Motive finde, nehme ich euch mal eine Zeit lang mit auf meinen Wanderungen durch das Sulzbacher Bergland, wo ich halt meine Motive immer suche. Das Sulzbacher Bergland ist die Region westlich von Sulzbach-Rosenberg. Sulzbach-Rosenberg ist meine Heimatstadt. Und im Sulzbacher Bergland ist auch das kleine Dorf Eckertsfeld, wo ich mittlerweile seit 17 Jahren wohne. Und ich habe zu Eckertsfeld und der Gegend hier natürlich noch eine Beziehung, weil meine Eltern hier ein Wochenendhaus hatten und ich als Kind hier praktisch aufgewachsen bin. Das heißt, der Wald rund um Eckertsfeld ist für mich die zweite Heimat. Und da habe ich mir als Kind schon immer ausgedacht, wer da vielleicht alles wohnt, die Elfen und die Waldschrate. Und deswegen ist, glaube ich, auch so entstanden, dass ich nie so ganz realistisch male, also nicht irgendwie so fotografisch die Dinge abmale, sondern dass ich mir immer aus verschiedenen Motiven so meine ganz eigene Welt schaffe. Und wie ich das mache, so von Anfang an mit den ersten Skizzen vor Ort, und über die Überlegung, wie ich das Ganze dann in ein Bild zusammenfasse, das mir dann gefällt, da möchte ich euch heute mitnehmen. So, ich habe mein erstes Ziel jetzt erreicht und ich packe jetzt erst einmal aus und zeige euch, was ich zum Malen, wenn ich unterwegs bin, alles eingepackt habe. Und zwar, was ich ganz praktisch finde, das ist dieser Koffer, weil der gleichzeitig einen Stuhl hat und weil die Tasche, da passt unendlich viel Material rein. Ja, ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt das kleine Waldstück da vorne mal, weil mir da die Lichteinfälle gut gefallen. Ich male im Freien übrigens nie mit Ölfarben, weil mir das einfach zu umständlich ist. Und der Baum, das ist jetzt diese Fichte, die da so relativ groß vor mir steht. Ja, und ich muss jetzt einfach überlegen, worauf ich halt Wert lege. Das ist dieser Lichteinfall, ne, so diese Lichtflecken da vorne und die Bäume im Hintergrund, da werde ich sicherlich nicht alle machen, weil ich einfach impressionistisch mal und weil ich halt gern bei meinen Bildern irgendwas dazu erfinde. Wichtig ist halt nur, dass die Bäume im Hintergrund, dass die von der Farbe her wesentlich blasser werden. Und ich setze jetzt da den blassesten Baum schon gleich mal da in die Mitte. Ich werde da vorne so dominante Bäume haben. Und die Bäume, die jetzt nach hinten kommen, die müssen jetzt vom Farbton her, müssen die alle ein kleines bisschen heller sein. Das ist so mein dunkelster und das ist ungefähr der hellste. Und die anderen müssen alle so dazwischen sein. Und ob die jetzt da stehen oder nicht, das interessiert mich eigentlich gar nicht, weil ich versuche, das so zu machen, dass das eine schöne Komposition ergibt. Ja, vielleicht habt ihr das auch schon bemerkt, wenn ihr mich beim Malen jetzt beobachtet habt, dass ich ganz bestimmte Farben benutze,
Und das ist tatsächlich so, dass jeder Maler, jede Künstlerin entwickelt im Laufe der Zeit eine eigene Bildsprache. Und dazu suchen sie sich halt Farben aus, die zu ihrem Farbempfinden oder zu ihrem Gefühl für einen bestimmten Gegenstand entsprechen. Und ich möchte euch nochmal meine Palette zeigen, die ich jetzt für die Landschaften benutze. Und zwar, es ist gut, dass die Acrylfarben nicht so laufen, ist das Titanweiß, Zitronengelb, das finde ich ganz wichtig, Cadmiumgelb, dann entweder Magenta oder Krapplack oder irgendwas mit Rosa. Das ist immer Cadmiumrot, gebranntes Jena finde ich auch ganz wichtig, das ist Preußischblau, Ultramarinblau und das ist Cyanblau. Das ersetze ich manchmal auch durch Kobaltblau. Aber das hat sich so für mich rauskristallisiert, dass das die Farben sind, mit denen ich halt am besten meinen Bildeindruck wiedergeben kann. Jetzt nochmal kurz zum Thema Bildsprache. Ich habe für meine Fichten oder für die Nadelbäume habe ich so eine ganz bestimmte Art, die darzustellen, weil das halt so meinem Gefühl am besten entspricht. Das heißt aber nicht, dass das jetzt das Nonplusultra ist, dass das jetzt jeder so machen muss, sondern ich mache das halt einfach so. Und an dem erkennt eigentlich jeder, der meine Bilder sieht, erkennt, dass das ein Bild von mir ist. Genauso wie solche Sachen wie auf dem Waldboden, dass ich die nur mit so fleckigen, ja, mit so Tupfern wiedergebe. Das ist auch so ganz typisch für mich. Und es ist halt einfach meine Art, die Dinge darzustellen. Und wie gesagt, diese Bildsprache, das ist was ganz Wichtiges. An dem erkennt man einfach, wer das Bild gemacht hat. Gut, und zum Beispiel für diese Fichten so im Hintergrund nehme ich immer Preußischblau und gebrannte Siena. Und im Hintergrund halt dann vielleicht ein bisschen Weiß dazu, damit es so ein bisschen gräulich wird. Und dann versuche ich immer so diesen Schwung von diesen Ästen, den versuche ich halt so ein bisschen anzudeuten. Und vielleicht seht ihr das, dass der Hintergrund jetzt zwar angedeutet ist, dass da irgendwelche Fichten sind, aber dass im Endeffekt ganz viele Farben einfach durch Flecken überlagert sind. Und so entsteht halt dieser undurchdringliche Hintergrund. Und das macht und das wird erst dadurch dann klar, was das Ganze sein soll, wenn ich jetzt diese ganzen Bäume, wenn ich die jetzt im Vergleich zu dem undeutlichen Hintergrund, wenn ich die jetzt dann immer schärfer darstelle. Ich mache das jetzt mal nur noch so an einem oder zwei Bäumen, bloß dass ihr seht, weil dann ist für mich im Endeffekt die Aufgabe schon erledigt. Dann habe ich schon meine Farbeindrücke festgehalten und dann gehe ich heim ins Atelier und mache das Ganze als großes Bild. Für den Vordergrund, die Bäume, wenn ich da eine dunkle Farbe mische, dann nehme ich immer dieses Preußischblau und das Cadmiumrot dazu, weil das so ein warmes Schwarz, weil das so einen warmen, dunklen Ton gibt. Während für den Hintergrund nehme ich dann lieber die gebrannte Siena oder vielleicht so ein Krapplack oder Rosa, weil das dann vom Farbton her ein bisschen kühler wird. Ich halte es auch gleich in der Schattenseite nochmal ein bisschen auf, weil das Licht ja da so rumkommt und deswegen darf das da nicht ganz so dunkel bleiben. Und was ich jetzt noch andeute, was ich so schön finde, das sind bei der Fichte da vorne, das sind so diese Zweige, die abgebrochenen, die so nach oben gehen. Und damit ich mich zu Hause halt besser erinnern kann, wie die ausgeschaut haben, wie die sich so um den Stamm bewegt haben, mache ich mir die zumindest an ein paar Stellen so als Anmerkung. Und was halt besonders schön ausschaut und was ich sicher dann auch in dem großen Bild, worauf ich Wert legen werde, das ist, dass die an so ein paar Stellen so von Sonne beschienen sind.
Ja, und jetzt bin ich mit meiner Skizze schon fast fertig, weil sich das Licht jetzt auch sehr schnell verändert. Aber ich denke mal, ich habe genügend mitgenommen, dass ich zu Hause ungefähr noch weiß, wie das Ganze aussehen soll. Ja, mir hat die Grundierung, die ich im Wald draußen gerade gehabt habe, recht gut gefallen als Untergrund. Und deswegen mache ich jetzt als erstes mal auf meine Leinwand die ähnliche Grundierung so mit Gelb- und Brauntönen. Und ich mache die mit Acrylfarben und dann überlege ich mir, ob ich später mit Öl drauf gehe oder ob ich das ganze Bild auch mit Acrylfarben male. Und ich mache das immer ganz intuitiv. Ich überlege mir da vorher jetzt nicht, wo irgendwas hinkommt, sondern ich verlasse mich darauf, dass letztendlich das, was ich halt jetzt so im Wald, was ich da so an Eindrücken mitgenommen habe, dass das unbewusst in das Bild mit einfließt. Bevor ich jetzt anfange, nur noch eine ganz kurze Bemerkung zur Bildkomposition. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich male nicht ganz realistisch und ich versuche halt immer so, mir meine eigene Welt zu schaffen. Und dazu habe ich jetzt zwei Bilder mit dabei, die ich, das eine, das kennt ihr, das habe ich gerade im Wald fotografiert. Das andere habe ich an einem anderen Tag schon mal gemacht. Und ich werde jetzt so von der Komposition her die beiden Bilder miteinander mischen und mir so mein eigenes Waldstück schaffen. Und was ich heute auch immer ganz gern mache, ist, dass ich mir vorstelle, dass diese Bäume jetzt so, ja, so Lebewesen sind, die vielleicht ja, sich verliebt haben oder die irgendwas erleben oder die irgendwelche Wünsche haben oder ja, irgendwelche Geschichten halt, die jetzt dann beim Malen in meinem Kopf ablaufen. Und entsprechend ordne ich halt diese Bäume jetzt an. Ich möchte gern, dass der eine Baum so in der Mitte steht im Licht und der andere, dass der halt weiter hinten steht und den Baum, der im Licht steht, so beobachtet und sich vielleicht halt was denkt dabei. Und so lasse ich halt diese Komposition dann entstehen. Ich werde sicher auch während dem Malen noch irgendwas dazu erfinden, was nicht da ist oder werde es wieder übermalen. Also wie gesagt, das ist ganz anders als die Videos, die ihr kennt, wo ich halt Stück für Stück ein Motiv euch zeige, wie man das macht. Ja, ich werde jetzt auch nicht mehr recht versprechen, sondern euch halt im Zeitraffer mit beobachten lassen, wie das Bild entsteht. Und dann am Schluss, wenn ich fertig bin, schauen wir es uns nochmal gemeinsam an. Wieder zu Hilfe geholt, weil das auf dem Foto gefällt mir nicht ganz so gut.
Die Lösung, die ich hier gefunden habe, das ist, glaube ich, das, wie ich das auf dem großen Bild auch machen möchte. Und deswegen versuche ich jetzt zunächst einmal den Hintergrund zu machen. Lass den Waldboden, weil ich immer erst alle Stellen im Bild ungefähr wenigstens von der Farbe her anlegen möchte, bevor ich dann an die richtige Gestaltung gehe. Drei Tage, viele Stunden später, ist das Bild jetzt soweit fertig, dass ich sage, okay, ich bin zufrieden. Kann sein, dass ich vielleicht, wenn ich das jetzt ein paar Tage stehen habe lassen, noch ein paar kleine Korrekturen mache. Aber so vom Prinzip her, denke ich, werde ich das jetzt so lassen. Ich würde euch gerne noch ein paar Sachen zeigen, die vielleicht auch für euch wichtig sind, wenn ihr so komplexe Sachen macht. Und zwar, was man da sieht, ist eigentlich die Umkehr von dem, was ich euch immer in den Anfängerkursen sage, dass man in der Lichtseite die Sachen warm macht und im Schatten die Sachen kalt macht. Weil bei dem Bild haben wir nämlich genau den umgekehrten Fall. Und zwar ist das Sonnenlicht, dadurch, dass das schon so weit oben steht und dadurch, dass das hinten im Bild ist, ist es kalt. Das sind überall, habe ich Zitronengold und Weiß genommen. Weiß macht die Farben auch immer kalt und dann nach vorne hin wird der Waldboden, da wird das Gelb immer wärmer.
Und auch bei der Fichte da, da habe ich im Schatten ziemlich viel Rot genommen, was ja eigentlich eine warme Farbe ist. Das heißt, da ist der Schatten warm, weil eben das Licht da vorne kalt ist. Und das ist immer so wichtig, dass man die Warm-Kalt-Kontraste richtig einsetzt und natürlich ganz wichtig auch die Hell-Dunkel-Kontraste. Aber ich denke, das sieht man bei dem Bild sowieso ganz schön. Da ist immer an der Lichtseite entlang, habe ich hinten den Wald sehr dunkel gemacht und hinten, wo der Baum dunkel ist, habe ich immer den Wald sehr hell gemacht. Dadurch kriegt das Ganze eine Dreidimensionalität. Damit bin ich am Ende von dieser ersten Malwanderung im Sulzbacher Bergland. Fürs nächste Mal habe ich mir eine Wald- und Wiesenlandschaft vorgenommen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis bald!